Während der Corona-Pandemie wurden Kultur und Events stark eingeschränkt, was zu einem Boom von Online-Events und Streaming führte. In dieser Zeit habe ich mir, wie viele andere auch, den ETH Mini Pro zugelegt. Ich verwende ihn für Online-Trainings und auch für das Erstellen von Tutorial-Videos. Neben vielen Vorteilen, die dieses Gerät hat, gibt es aber auch in meinen Augen einen gewaltigen Nachteil, für den ich im heutigen Tutorial eine Lösung verspreche, zusammen mit der StageLight-App. Kennt ihr den ETH Mini? Und wenn ja, wie findet ihr ihn? Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. An dem ETH Mini kann ich bis zu 4 Videoquellen per HDMI anschließen. In meinem Fall sind das 2 Kameras, mein iPad-Screen und mein MacBook-Screen. Jede Videoquelle kann ich dann einfach aktivieren oder einblenden. Es gibt auch eine Bild-in-Bild-Funktion, die im Zusammenspiel mit der Hardware ziemlich rudimentär ist. Je nach Anwendungsfall möchte ich unterschiedliche Videoquellen als Bild im Bild verwenden. Zum Beispiel mich oder den Screen des iPads, da ich gerade das Zusammenspiel von StageLight mit DAWs oder ProPresenter erläutere. Auch die Form, Größe und Position ist dabei natürlich entscheidend. Über die ETH Control Software kann man das viel feiner einstellen, was man dann aber nicht über die Hardware-Button abrufen kann. Auch die Verwendung sogenannter Downstream-Keys für das Einblenden von Logos oder Bauchbinden, Kapitelüberschriften ist auf 1 begrenzt. Mit etwas Kreativität und der vorhandenen Makrofunktionalität bekommt man viele dieser Probleme gelöst. Ich möchte hier an dieser Stelle nicht auf die Erstellung von Makros eingehen. Dafür gibt es sehr viele gute Tutorials. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung eine Tutorial-Serie, die mir besonders gut gefällt. Aber auch die Makros können nicht über die Hardware aufgerufen werden, was wirklich sehr schade ist. Damit komme ich zum ersten Baustein in der Lösungskette. Die freie Software ETHM OSC bietet eine Art Proxy, mit der man per OSC-Protokoll dem ETHM Mini steuern kann. Auf der Webseite findet man verschiedene Protokollbeispiele, zum Beispiel für das Aufrufen von Makros. Doch was hat das nun mit StageLight zu tun? Und dazu komme ich jetzt. StageLight unterstützt OSC. Beim Aktivieren einer Cue-Liste kann ein OSC-Befehl gesendet werden. Dazu muss zuvor in den Einstellungen OSC aktiviert und konfiguriert werden. Als Host verwendet man die IP-Adresse des Computers, auf dem ETHM OSC läuft. Und hier muss man wirklich aufpassen, denn die IP, die hier angezeigt wird, ist die des ETHM Minis. Als Port verwendet man den Standardport. Als letzten Schritt trägt man nun die OSC-Protokollnachrichten in den Einstellungen der Cue-Liste ein. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen und OSC kann verwendet werden. Und wenn ich jetzt die Cue-Listen der Reihe nach starte, seht ihr, wie der ETHM Mini per Makros gesteuert wird. Natürlich gibt es unterschiedliche Produkte, die OSC unterstützen. Der Vorteil von StageLight ist, dass Streaming-Szenen mit Beleuchtungsszenen kombiniert werden können. Und über MIDI kann ich nun auch die Makros per Hardware-Button aufrufen. Habt ihr schon mal den ETHM Mini über OSC in StageLight verwendet? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Im nächsten Tutorial stelle ich euch Capture und CIDP vor. Bis zum nächsten Mal, euer Marco von StageLight.